Weiter geht's mit einer 189 der DB. Die Elektrolokomotive ES64F4 ist eine Variante der Eurosprinter-Lokfamilie von Siemens Mobility. EMD JT42CWR hat einen dieselelektrischen 12-Zylinder V2-Takt-Turbolader mit einer Stundenleistung von 2268 kW. Hier die Class 66 266015-7 der Labwaldbahn Cargo GmbH in Richtung Leipzig. Überführungsfahrt von einem SBB CFF FFS IC 2000 in Richtung Leipzig. Gezogen hat diesen Zug 185.001. ...232601 der Wedler Franz Logistik, WFL, mit einem Schwellenzug in Richtung Leipzig, leider ohne Ton. Die ehemalige Regierungslok 118552 von Kapdren in Richtung Leipzig. Am 11. Juni 2020 fuhr ein Lokzug der Baureihe 143 in Richtung Leipzig. Die vier Fahrmotoren der Lok haben zusammen eine Leistung von 3720 Kilowatt. We'll be right back.
eine MAK G1206 mit einem leeren Getreidezug in Richtung Dresden. Wem die Lok gehört, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Lokomotive MAK G1206 ist eine dieselhydraulische Lokomotive, die von der Maschinenbau Kiel MAK entwickelt wurde. Captren Vectron Baureihe 193 mit einem vollen Getreidezug. Doppeltraktion Baureihe 189 von DB Cargo. Das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich würde mich riesig über ein Like und ein Abo freuen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Kevin.